Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Farming-Senator 2017. Wir spielen heute auf der Steht natürlich jetzt nicht hier. Ich glaube Blindbach. Ich weiß nicht, wieso ist ein Drive-Control aus hier? Ich habe mir jetzt einfach mal für die Karte entschieden. Kleine Felder. Und es macht auch mal Spaß, muss ich sagen. So, jetzt mal nicht immer die ganz großen Maschinen zu fahren, auch nur so einen kleinen. Zum Beispiel wie hier den. Wieso macht der hier jetzt einen Curse-Prekurs? Will ich nicht. Ach nee, warte so. Ah, bestimmt, weil ich Aufnahme gestartet habe. Jo. Also ich wollte mir nochmal vielen herzlichen Dank sagen für dieses eine Video mit dem Rühmenten. Das kommt ja so gut an, muss ich feststellen. Das ist einfach nur krass. Also das ist wirklich krass, wie gut das bei euch ankommt. Das freut mich natürlich sehr und bin natürlich auch gewollt, da mehr zu machen. Beziehungsweise wenn wir mehr Aktionen im Unternehmen betreiben. So. So. Wir sind beim Gäste-Dreschen. Oder ich bin beim Gäste-Dreschen. Meine Angestellten kommen noch. Deshalb bin ich gerade alleine und ja. Habe erstmal ein Feld in der Nähe des Hofes genommen. Kann ich ja fix über die Koppel laufen, Trecker wegbringen und dann den Drescher holen und so was. Geht ja dann noch. So. Und ich habe gedacht, ach, diesmal so, ja, ich arbeite im Unternehmen und wer damals schon meine 15er Folgen geguckt hat, weiß, dass ich mir Geld auf der hohen Kante gelegt habe. Mein Handy hat gerade geklingelt, aber ist egal. Ich weiß nicht, ob man das hört oder gehört hat. Wir haben es den 13.01. Oh, fuck. Freitag, der 13. war. Tatsache. Okay. Freitag, der 13. Es schneit. Bei uns ist alles weiß vor der Haustür. Naja. Hat ja, denke ich mal, nichts mit Pech zu tun. Ne? Und, jo. Ja, das Problem ist, das Feld ist leider nicht gedüngt. Ich spiele auch seit heute erst auf der Karte. Habe ich. Ich weiß nicht, scroll mal durch, suche so eine optimale Singleplayer-Karte. Ich habe mir auch die Goethe-Stadt von dem Holger Ulzen, oder wie der heißt, angeguckt. Ja, die ist okay, aber ich habe da irgendwie Performance-Probleme. Und an mir liegt es nicht. Und ich bin auch nicht der Einzige. Und dann vergeht auch ein Spielspaß, wenn man da in der Stadt fährt und da trockelt und zuckelt. Also entweder kommt da noch eine V2 wegen des draus da, oder ich weiß nicht. Denken wir zwar nicht, aber wieso, wie gesagt, an mir liegt es nicht, weil die Karte kann ich auch ruckelfrei zocken. Beziehungsweise auch die Mappinghausen. Geht alles ruckelfrei. Das ist ja das Komische. Hat mich so ein bisschen irritiert. Ich habe erst gedacht, es liegt wirklich an mir, aber ne. Den Schuh ziehe ich mir nicht an. Wenn ich Battlefield flüssig spielen kann, dann werde ich wahrscheinlich so eine LS-Map zocken. So eine LS flüssig zocken können. Also ich rede erst von Battlefield 1 und nicht von irgendwie Battlefield 14, 55 oder Vietnam. Was noch nicht so performance-lastig ist. Beziehungsweise Grafik. Und so, was halt, naja, was viel Leistung braucht, meine Fresse. Ja, falls wer den Drescher unbedingt haben möchte, gibt es im Modhub, ist ein umgescannter Massey Ferguson. Ob es ein Muss ist, weiß ich nicht. Ich habe den auf Platte gehabt, warum weiß ich auch allerdings nicht. Kann man sich aber geben. Ist Fan. Und jeder weiß, wer Fan fährt, fährt. Ich habe ja eigentlich vor, mehr Videos zu machen.
beziehungsweise versuchen, weil ich muss ja mal gucken, was die Arbeit sagt, ne? Also, jetzt nicht hier die Arbeit, die richtige Arbeit. Meine Real Life, wie man das auch so schön sagt. Und dann würde ich auch gerne was anderes noch spielen, also entweder andere Simulatoren oder mal andere Spiele, aber ich sag mal, ich bin ja nicht geldgeil oder so, aber ich brauche kein Video zu machen, wo ich dann im Monat 11 Viewers habe oder so. Weiß, ich habe keine Ansprüche mit 115, aber 115 Abonnenten, aber LS geht bei mir nun mal am besten weg. Woran liegt das? Guck mal, es liegt bestimmt an der Reichweite. Ich meine, sonst hätte ich auch ein paar Battlefield 1 Videos gebracht. Ob ich jetzt die Story unbedingt so ein Ding gezockt hätte, glaube ich eher nicht. Weil ich mag sowas nicht. So eine großartigen Let's Plays aufführen. Ich nenne auch meine Videos nicht Let's Plays, weil ich es nicht als Let's Play sehe. Weil ich euch nicht permanent mitnehme oder also nur auf diesen Spielstand mit euch spiele. Ich spiele auch alleine weiter. Aber ich will doch immer so ein bisschen mitnehmen, so weiß. So Gameplay-Ausschnitte. Weil zum Beispiel musste ich feststellen, bei meinem Kumpel hat zum Beispiel sehr gut geklappt. Der hat von der, sag ich mal, von der Landwirtschaft überhaupt keine Ahnung und LS hat ihn auch nicht so wirklich gebockt. Und dann hat er jeden, na was heißt, hat sich abends immer meine Videos angeguckt. Erst vom 15er, da war er schon überwältigt vom Spiel. Und dann kam der 17er und dann hat er die Videos gesehen und dann hat ihn so gereicht, Alter. War glaube ich irgendwie Steam Sale, Winter Sale, hat er sich das Spiel gekauft. Und seitdem spielt er auch. Es war, naja, man merkt, dass er wirklich ein Hobbybauer ist, weil ein Häcksler auf dem Silo und Sammelwagen. Ich weiß ja nicht, ob das so gut ist. Ich denke mal eher nicht. So. Aber ja gut. Jeder muss so spielen, wie er am besten spielen kann, ne? Sag ich mir. So, ich habe euch überlegt, oder ich bin jetzt schon die ganze Zeit so am überlegen, ob ich euch dann wieder mitnehme, wenn ich hier Ballen presse, aber das ist ja sehr unspannend. Deshalb nehme ich heute zum spannenderen Teil mit, das alles aufzuladen. Und ich überlege auch noch, wenn ich das presse und die fallen alle sehr gut, werde ich mir den den Stacker nehmen. Aber das Problem ist, ich würde gerne vier übereinander stapeln, weil das so passt von der Höhe und nicht drei. Das Problem ist, der stackt ja nur drei. Ja, mal kicken, mal kicken, mal kicken. Das wird, sag ich. So. Ja, ich hätte jetzt mal gerne einen vernünftigen Lexion. Ab 400er nehme ich alles. Also, kann von mir aus ein 480er, 550, 580, 600er sein. Nehme ich alles. Muss ja nicht halt mit so einem Monsterschneid weg sein, sag ich mal. Aber ich will endlich einen Lexion. Oder beziehungsweise eine Lexion von dieser Reihe, also von 400 bis 600, die 780er. Also, ja. Ist ja mehr für größere Felder, aber ich suche hier für hier ein. So ein Lexion. Ich weiß, es gibt einen 550er, der funktioniert irgendwie bei mir nicht. Denn da habe ich gesehen, ist jetzt ein 480er rausgekommen. Der soll richtig scheiße sein. Laut Bewertung. Und dann brauche ich den auch für mich, auch von mir aus nicht mehr anzocken, wenn er scheiße ist, sag ich mal. Weil ich würde ja gerne eine Maschine haben, die geht. Ne? Und dann wäre das ja blöd, wenn ich mir da einhole, Video mache und der scheiße. Bin ich der Meinung. Sehe ich das falsch? Denkt man nicht, ne? So, ich gehe mal kurz auf mein Handy gucken, bin gleich wieder da. Okay, ist nur Unwichtiges. Weil das hat gerade so die ganze Zeit gebimmelt. Das habt ihr jetzt nicht gehört, weil ich es eben auf lautlos gestellt habe. Bin cool, ne? Bin gut, ne? So. Was ich auf jeden Fall in einer der nächsten Folgen ausprobieren werde, wenn ich ein leeres Feld habe oder
Weiß ich gar nicht, ob ich eins hab. Denk mal schon. Diesen Proceed-Mod. Die Folge wird wahrscheinlich auch länger. Such mir ein kleines Feld aus, was ich komplett schaffe. Mit Vorgewände und so mache ich alles. Der soll ja wohl richtig gut sein. Ich meine, es gibt natürlich auch einige, die checken das gar nicht. Ich nenne jetzt keine Namen. Weil sonst werde ich eh gleich wieder gehatet. Wie es gerade aussieht, ist mein Nachbar aufgestanden. Ich habe nämlich gerade aus dem Fenster geguckt, ist gerade aufgestanden, hat erstmal Jalousien hochgemacht, hat gesehen, hat schneit und hat wieder runtergemacht. Geil. Da kann man es natürlich auch machen. Und wenn ich schon überlege, dass ich seit... Boah, lass mich lügen. Ich bin glaube ich schon seit... um 8 auf die Beine. Bin das mal reif. Was habe ich denn jetzt eigentlich gerade gemacht? Lass mich ablenken von meinem Nachbarn. So. So. Ja, was möchtet ihr denn noch für Videos sehen, sag ich mal so. Vielleicht ist jemand bei Ihnen, der sagt, oh, könntest du nicht mal das spielen, könntest du nicht mal das spielen. Also mit Farm Experiment oder so braucht ihr nicht ankommen. Cattle and Crops werde ich anspielen. Ob ich davon Let's Play mache, weiß ich nicht. Ich gucke erstmal, wie gut das Spiel ist. Weil, ich bin ganz ehrlich, deutsche Spiele muss ich unterstützen. Also von deutschen Entwicklern Spiele muss ich einfach unterstützen. Und dennoch ein Landwirtschaftssimulator, der sogar noch dynamischen Boden hat, was LS17 nicht mehr hat. Was der mal hoffentlich in 19er kommen wird, wenn es dann einen 19er gibt. Was ich natürlich sehr hoffe. Ne, mal ohne Witz, ne? Es schneit schon seit 6 Uhr morgens bei uns. Es schneit immer noch. Ich habe noch nicht einmal im Winterdienst durchfahren sehen. So. Wo steigen? Drescher kann laufen bleiben. Meine, ich finde den Drescher sieht eigentlich gar nicht schlecht aus, wie man fand. Es war Marseille, ein MF. Das ist auch ein schöner Sound. Ja, hat die IC-Steuerung. Oh, was ich noch machen wollte, die Dinger einklappen brauche ich jetzt gerade nicht. Kann ich den noch? So. Der hat noch einen kleinen Fehler. Ich weiß nicht, ob das einer schon gesehen hat. Seht ihr den roten Kreis da links jetzt so? Das ist irgendein Licht, aber ich habe kein Licht an. Wie man sieht. Naja, juckt mich nicht. Der ist trotzdem geiler Schleppe. So. Gucken wir mal. Ja, das sieht gut aus. Und damit möchte ich mich auch verabschieden, Freunde. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Hoffentlich hat es ein bisschen Spaß gemacht. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr vielleicht noch sehen wollt. Wäre voll nice. Und dann sage ich, danke. Und ja, Nexus out.